Was geht ab, meine Freunde? Ein neuer Videoblog von Mr. Majo. Ich gehe zum Training. Vor dem Training wisst ihr Bescheid. Wird immer ein bisschen Kickdown genommen. Heute mal ein bisschen Fighter Edition. Ich habe Bock zu schwitzen. Dann geht's gleich los. So, ich habe jetzt ein bisschen länger keinen Videoblog mehr gemacht, weil ich viel zu tun hatte. Aber jetzt bin ich wieder für euch da. So, heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Smokey. Mein Bruder Smokey ist heute auch mit am Start. Was geht ab, Leute? Ist für Sekt Plus? Ja, ja. Grüße gehen raus an Sekt Plus. Ich teste jetzt demnächst, ne? Ja, Mann. Sachen ja, cool, du bist jetzt auch fleißig am Trainieren. Ich bin jetzt so ein krasser Fitness-Typ geworden. Ja, Mann. Ich habe ihn überredet dazu, dass er mit mir trainieren kommt. Ja, wir hängen immer die ganze Zeit zusammen ab und dann habe ich gesagt, Bruder, warum kommst du nicht mal mit trainieren? Er hatte gar keinen Bock. Irgendwann hat er sich dazu überreden lassen. Aber ihr werdet nicht glauben, was da passiert ist. Ich komme ins Fitnessstudio und Smokey ist eiskalt auf dem Laufband. Oder war das ein Stepper? Auf dem Laufband. Ist der Laufband. Auf dem Laufband und raucht sich eine Kippe. Beste, die Zigarette danach wie nach dem Sex, Bruder. Boah, so Mama. Was sagst du zu den Frauen im Fitnessstudio? Ey, geht gar nicht. Übel, ne? Die sehen aus wie Männer, halt. Ja. Ehrlich, wer einen Tipp haben will, okay, schön und gut, macht Sport, so ist auch gut so für Gesundheit und so. Aber Walla, hab ein bisschen Weiblichkeit, so ein bisschen, dass man diese, ich will jetzt nicht ekelhaft werden, aber dass man so ein bisschen das anfassen, so wenn ich einen Mann, kennst du so, wenn du einen Mann packst. Ja. Genau so ist das nicht schön. Aber findest du das gut, wenn die so einen Booty machen? Haben, so ein bisschen Arsch? Damals war das so genetisch, ob du einen guten Arsch hast oder nicht, weißt du? Heute. Ja, aber nicht so. Kriegt das ja fast jeder hin mit dem ganzen. Das Problem ist, die kriegen ja so einen Arsch hin, so die Frauen, und es wird so hart. Ja, manchmal ist ja auch so, ne? Wie so ein wie der Kopf von Freezer. Weißt du? Ich will so einen Arsch haben, wenn du nur so machst, dass man. Das ist ein bisschen wackelt, genau, ne? Und das kann man sich nicht antrainieren. So muss. Ja, das geht nicht. Ja. Generell Leute, die trainieren, das respektiere ich, Wallah. Weil hier. Ja, das ist Überwindung. Ich habe das selbst erlebt so. In diesem Wetter, guck mal, 33 Grad, wir lügen ja nicht, guck mal. Aber ich muss zu Kudos Verteidigung, muss ich sagen, er hat mich mindestens zwei, dreimal selber motiviert, zum Training zu gehen, wo ich keinen Bock hatte. Ich habe ja davor immer ein bisschen Sport gemacht, aber ich kam immer davon weg. Ja. Immer alleine, man hat keinen Bock. Aber so zu zweit ist cool so. Macht Spaß. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch ein paar Sachen bestellt. Wird auf jeden Fall, denkst du, ein gutes Ergebnis werden, wenn ich jetzt Sport so mache. Du bist ja jetzt nicht komplett unsport. Dein Ziel ist ja ein bisschen Fett abzubauen, oder? Ja, genau. Ein bisschen größeren Schwanz zu bekommen. Größeren Schwanz zu bekommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nee, also mein Ziel ist es, nicht so Muskel, so dass ich sage, boah, ich bin der Übermuskelmann. Aber so athletisch, so locker. So einfach straff. Ja, genau so. Unabhängig vom Sport, obwohl als Sport kann man das auch bezeichnen. Ich glaube, Alter, wenn Kurdo kein Rapper geworden wäre, hätte er auf jeden Fall Formel 1 Fahrer. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, was eigentlich nicht gut ist. Voilà. Beim Autofahren, alles andere gar kein Problem. Aber beim Autofahren bin ich sehr ungeduldig. Weißt du, ich bin eigentlich Mercedes-Fan. Ne? Ja. Boah, Bruder, letztes Mal war ich bin noch nie einem Audi so nah gewesen, als der so auf den Zug kam, Bruder. Ich hab die Audi-Zeichen schon in meinem Gesicht gesehen, Bruder. Dass ich überlegt habe, dass ich mein Audi kaufe. Ich liebe Risikofahren, Wallah. Du weißt doch, diese Rotfahren. Ja. Kennst du das? Das reizt mich, dieses, boah, vielleicht kommt jetzt einer oder nicht. Aber gib ihn. Das ist eine schlechte Gewohnheit von mir, aber was soll ich machen? Dem dürfen wir auf jeden Fall nicht Kickdown geben, ne? Für deinen dritten Kopf. Matthias, eigentlich kann ich gut Auto fahren. Wäre super Auto. Ne? Aber, ne? Schneller. Halt. Sehr, sehr schnell. Ich gebe zu, ich bin nicht der allerbeste Autofahrer. Ja, so ein durchschnittlicher Autofahrer. Ja? Aber Rasen tue ich auch gerne durch. Auf jeden Fall, hinten von das Auto von Majo findet ihr sowas wie eine Sekt Plus Apotheke. Eine Fitness Apotheke. Kofferraum, ne? Ja, Wallah. Ich liefere auch mittlerweile. Lieferservice. Kennst du noch Sozialamt damals? Also nicht Jobcenter, Sozialamt. Hm. Kennst du dich an diese Leute erinnern? Die waren so richtig breit. Die Hochzeit. Fahr doch, du Hurensohn! Ja,
Boah, das meine ich. Genau, weil er mich abficken will, guck, was ich jetzt mache. Dieser Hurensohn. Ah, du Hurensohn. Komm, wer wir fahren. Geht nicht. Da, Leute, habt ihr es live mitbekommen? Das war, wallah, ich hab das nur gemacht wegen diesem Hurensohn da hinten. Der hat nicht Gas gegeben. Aber hast recht. Ey, was geht, Bro, so geschäftlich? Du hast sowas geplant, oder so? Ja, ja, in Duisburg. Ja? Schon bald. Was auf. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey! Wow, 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 wow. Hurensohn! Fick deine Mutter, du Bastard! Fick dich mal, du Hurensohn! Sorry, Leute, was war da? Ich hab ein Dings, ich will einen LKW laden. Hab einen LKW-Laden, Mann. Ein Laden in Duisburg? Ja, yeah, so mit Sport, aber ich darf, will noch nicht zu viel verraten. Geil, Alter. Auf jeden Fall die Augen auf. Und du hast jetzt auch was aufgemacht. Ja, Bro. Hab ich gesehen. Hey, ja, langsam. Ja, langsam. Langsam. Und zwar, ich und meine zwei Brüder haben in der City Center, also in der Stadt von Heidelberg, haben wir zwei Läden aufgemacht. Ein so ein City Market. Ja. Da sind so mehr so orientalisch, Nahost Lebensmittel. Die gibt es eigentlich gar nicht so in Heidelberg. War sehr und, gut, Alter, dass du dir auch so ja, andere Standbeine aufbaust. Und hinten dran, also selbe, also einmal haben wir Almas City Market und das andere ist Almas Tasty, das ist ein Restaurant, aber das wird erst später aufgemacht. So, ja. Wie kam es dazu? Und jetzt habt ihr auch gesehen, der Kudo gibt auch Interviews, aber nur mit Leuten, die aber er gerne nur, hat. Genau. Kudo, ich bedanke mich für das Interview. Das Ding ist, wir sind auch seit neuestem in Smokey und Buddy waren. Das bedeutet, wenn wir beide unterwegs sind, wir sind hier am Trainieren, aber guck mal jetzt unser Laufgang, wie wir reden, wie wir reinkommen. Das ist der neue Film eigentlich. Hey Buddy. Was geht, Smokey? Smokey und Buddy sind da. Hey. Einmal Schutzgeld zahlen. Ich hab dir gesagt, du hast gestern nicht gezahlt. Gott. Ja, ey. Kennst du uns nicht? Smokey und Buddy. Wir sind Smokey und Buddy. Und irgendwann werden wir die berühmtesten Pornodarsteller auf der ganzen Welt. So, da seht ihr wieder Buddy in Action. Also hier dieser Bereich ist eigentlich nichts für uns, weil es ist so mehr Arsch bekommen. Schwitzen wie Schweine. Das ist eine Frau, das ist eine Frau. Was das? Das ist eine Frau. Guck mal, das ist eine Frau. Ey, ich will keinen Stress, Mann. Ich will keinen Stress, Mann, bitte. So, Leute. Hier, mein erster Training beginnt. So Leute, wir sind fertig mit dem Training. Sehr, sehr warm. Wir haben heute wirklich nicht so viel vom Training gefilmt, weil es auch sehr schnell ging hin und her. Wir haben heute ein bisschen mehr am Laufband waren wir. Wir haben Boxsack gemacht, am Samstag trainiert. Viel schnelle Übungen. Aber ihr habt jetzt mal auch was anderes gesehen, was wir so ein bisschen privat machen. So ein paar externe Sachen auch von Kodlo. Was ich euch aber ans Herz legen würde, ist, trinkt immer eure Eiweißshakes. Gerade bei der Hitze fällt es vielen Leuten schwer zu essen. Mir auch manchmal. Ich habe so leider unter Appetitlosigkeit, dann nimmt wenigstens eure Eiweißshakes morgens, macht es mit Magerquark zusammen. Nach dem Training solltet ihr euer Eiweißshake auch auf jeden Fall zu euch nehmen. Ich habe jetzt leider meine Dose vergessen zu Hause, werde aber direkt nach dem Training einen Eiweißshake trinken. Haltet die Ohren steif und auch was anderes. Und oder was machst du? Ich rede dir was vor. Auf jeden Fall, das ist mein Eiweißshake nach dem Training. Und natürlich das hier. Weißt du hier was? Auch an Sekt Plus. Auch Schluck, ja. Ja. Einmal, also. Darf ich. Hey! Hey, ja! Auf jeden Fall an Sekt Plus, Matthias Bruder und Malek. Oh, Malek, mit dir war ich noch in Dubai. Schick uns auf jeden Fall ein paar Pakete. Testo.
Verkaufen die Testo? Testo, Enantat. Ich will direkt, ich hab keinen Bock auf diese ein Jahr warten, breit werden. Schickt mir Ampullen, sagt mir unten drunter und diese Ding, was sind die besten Testosteron-Steroide, wo ich direkt in einem Monat so einen Körper bekomme wie. Wer ist der krasseste so? Für mich ist so vom Körperbau. Wie Majo! Danke, wo ich so einen Körper bekomme wie Majo. Bro, auf jeden Fall schickt mir mal so unten drunter so Anabolika. Ich will in einem Monat direkt so wie Majo werden, Bruder. Peace out.